Morgen, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mir geschaut habt. Shiny Neues. Ich habe mal wieder ein paar Boxen geöffnet, Ründchen. Ja, Ladies, das ist das erste Ründchen im Jahre 2024. Auf diesem Wege, ja, frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Mit korrekten Leuten um euch rum. Keine Verletzungen. Keine zu viel Alkoholüberschuss. Wobei, das... Ladies, wir sind zurück. Ich bedanke mich für den Support hier auf diesem Kanal im letzten Jahr. Dieses Jahr wird es heiter weitergehen. Wir haben noch ein Überbleibsel. Und zwar die Wrestling-Boxen von meinem Break am 23. Und das waren so all in all die besten Boxen. All das seht ihr jetzt hier. Impeccable, Immaculate, AEW-Boxen sind auch mit am Start. Ja, also hier könnt ihr euch einmal bunt berieseln lassen. Was es so für verschiedene Designs gibt. Ey, Daumen nach oben wäre ein absolutes Träumchen. Aber auf dem Kanal, falls du noch keins dagelassen hast. Und an die ganzen FM-Fragen. Ich kann FM erst wieder bringen, wenn der Patch draußen ist. Und der Patch wird meistens kommen Ende Januar, Februar rum. So, weiß halt, ihr heiß seid, aber ohne neuen Patch werde ich keine neue Saison starten. Nur als Information. Und jetzt sage ich, viel Spaß mit den Hits. Der nächste Kuss geht raus an Tilo. Top Trading Card, denn der Bruder hat hier rein investiert. Ich hätte hier wahrscheinlich nie AEW aufgemacht. Tilo hat gesagt, Junge, ich möchte ein bisschen den Stream sponsern. Und möchte mich bei dir ein bisschen bedanken für deinen treuen Support. Ich habe ihm mehrfach betont, dass das nicht nötig ist, dass das aus freiwilligen Zügen macht. Aber er hat gesagt, hör auf, halt's Maul, nimm die Boxen, zieh eine One-of-One und werd glücklich. Tilo, auch vielen, vielen Dank an dich. Ich kenne das Set nicht, ich kenne so ein bisschen die Optik der Karten. Ich weiß aber, dass hier ein bisschen was drin ist. Wir haben die Box, die gestern bei Slivo aufging und mir hat die optisch eigentlich gut gefallen. Ob ich das Set mehrfach öffnen musste, weiß ich nicht. Aber optisch fand ich das Set nice. Ich will auf jeden Fall die Shawn Michaels Karte hier drin haben. Hier ist ein Autogramm garantiert und zwei Hits per Box. Also kann auch, glaube ich, sein, dass wir zwei Autos drin haben oder so. Oder so eine Titelkarte von 2019. Also hier gehen wir so ein bisschen minimal in die Vergangenheit rein. Was da so abging, hab schon gesehen. Tatanka kann hier drin sein und sowas. Schöne Sache. Und wir haben eine Prise. Mit zwei Autogrammen von 2,23. 6 Fußballboxen, 8 Leaf Hop Century, 4 Wrestling. Geht nicht. Ein letztes Mal heute im Stream. WWE Panini Immaculate. Und ich glaube, dieses Set haben wir einmal gesehen und wir werden es nie wiedersehen. Wer gerade so ein bisschen mitkriegt, Panini, WWE sind gerade gut auf dem Kriegsfuß. Aber einmal auf jeden Fall heute noch hier im Stream. Ich glaube, Fanatics wird das Ding so aufkaufen. Dann wären wir erst bei 19. Ist richtig, 19. Die zählt doch als 3 Boxen, Chat. Da machen wir so. Ich hoffe, da mit den 3 Boxen ist Wrestling-Sparte ein bisschen abgegradet. Ein bisschen. Und ich glaube, auch das Set werden wir nicht mehr sehen. Und hier grätsche ich jetzt einmal ganz kurz rein, denn genau nach dem Stream, als ich den Stream ausgemacht habe am Abend, hat Al Snow neue WWE Impeccable-Karten unterschrieben. Und ich weiß nicht, ob er da liegen durfte oder sonstiges, aber er hat neue Karten aus WWE Impeccable unterzeichnet. Und das waren meines Wissens keine Redemption-Karten, keine alten. Maybe kriegen wir nochmal WWE Impeccable. Für mich, Wrestling-technisch, Wrestling-Karten oder Sammelkartenbereich, die beiden Boxen, absolute Zugpferde. An die beiden Sets geht für mich nichts ran. Hier könnt ihr eine Wette machen, haben wir ein Autogramm drin, ja oder nein? Das ist eine easy Wette. Weil es nicht garantiert hier in der Box. Tony Khan, weiß ich nicht, ob der unterschrieben hat. Ich glaube, der hat da keine Zeit für. Der ist ja mehr auf Twitter unterwegs, ne? Wertloses Set, oder? Nö, eigentlich nicht. Aber hier sind halt auch echt stabile Autogramme drin. Muss man halt auch sagen, ne? Darby Allen und sowas alles. Da hätte ich schon Bock drauf. Sting würde ich auch nehmen. Da ist mir dann egal, ob dann dahinter AEW steht oder sonst irgendwas. Mir geht's um den Wrestler. Die sind aber sehr dick, die Dinger, Alter. Aber Upper Deck generell immer stabile Kartenquali. Ich glaube, die liegt so bei 100 Euro um den Dreh. Könnt ihr gerne mal Ausrufezeichen boxen. Ich glaube, Tilo hat die noch. Oh, ich habe hier schon irgendeinen Hit drin, Chat. Glaube ich. Ah, hier sind diese Dingskarten drin. Die mag ich nicht. Chris Jericho. Was ich aber sagen kann, ist, Kartenquali ist gut. Kartenquali ein bisschen wie Top Scrome. Würde ich sagen. Warlord. Ne, Wardlow. Warlord, Alter. Wardlow. Den Typ haben wir live gesehen. Bei der WrestleCon, der sieht im Fernsehen, finde ich, wie der übelste Schrank aus. Steht der vor dir, wirkt der echt schmächtig. Ich glaube, René wird das bestätigen, wenn er darauf geachtet hat. Weißt du das noch, René? Da hast du doch noch überlegt, zu dem hinzugehen. Der ist nicht groß. Oi, 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 hier passiert was? Athena.
Das ist wie Ember Moon. Ist sie nummeriert? Oha! Ne, die ist nicht nummeriert. Solche Karten mag ich nicht, Chat. Ist das Ember? Haare anders, ne? Aber die Karten mag ich nicht, Alter, die hier so zerhackt sind. Ey, ich feier das nicht. Optisch sieht das schön aus, so von der, aber die hätte ich lieber als normale Karte. Und hier haben wir irgendeine Eiskarte von Orange Cassidy. Mach doch normal, Alter. Ah, hier, ey, Bruder. Ist auch so ein Spezi hier, der Typ, ne? Hier sind Ringrichter drin? Luchasaurus. Ich finde den cool, keine Ahnung, ich mag den. Chris Statlander. Oh, oh, oh. Hangman Adam Page, coole Karte, Color Flow. Ich weiß halt nicht, wo... Hier kommt schon wieder so eine... Title Fights Orange Cassidy und die Karte ist auch nicht nummeriert. Red Orange, Hangman Adam Page. Sieht aber cool aus. Ist wieder so eine zerhackte Karte. Daniel Bryan oder Bryan Danielson. Also optisch ist ganz schick. So, das muss einem halt gefallen hier, ne? So zerschnittene Karten. Aber optisch finde ich das jetzt nicht verkehrt. Boah, den feiere ich, Alter. Brody King, der ist geil. Guter Mann. Zwei nummerierte Color Flow sollten Probe, aber die Hangman Adam Page ist nicht nummeriert, oder bin ich blöd? Ist ja auch eine Color Flow und die ist nicht nummeriert. Oh, Colton Gunn, die Guns finde ich auch geil. Ist die Frau von Adam Cole, ne? Oi, 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 hier passiert. Auch, ah, die ist nummeriert. MJF, Cristiano Ronaldo, Jersey. Die ist nummeriert und die sieht sex. Oh, wieso nicht als ganze Karte, Alter? Imagine, die wäre als normale Karte. Wie gut wird das aussehen? Und wieder so zerschnitten, Alter. Guck, wie geil das aussehen würde, wenn es eine normale Karte wäre. 7 von Autofokus. Der Fokus hat aber irgendwie nicht so... Hier. 7 von 99. Jim Ross, Legende. Tony Okoro schon wieder. Ist das der Typ, der auf eine Scheune gestöhnt hat? Mach doch Auto drauf, Junge! Mach doch mal Auto drauf! Die Karte sieht genauso aus, nur hier mit Unterschrift. Mach Auto und dann ist doch gut, Junge. Was soll denn das immer? Oi, Chat, hier klingelt's. Darf ich nicht zeigen, ist Hostel 2. The Blade aus Hostel 2. Das ist ja verboten, der Film, ne? 12 in our glory. Ist doch Keith Lee, oder? Und der eine, der da Blut gesoffen hat. Oder nee, der gegen Hangman Adam Page. Werbung, okay, ich warte. So ist perfekt, aber ich habe nichts an der Beleuchtung geändert. Jetzt wird's wieder dunkel. Was soll der Mist? Oh, das ist irgendwas anderes hier, ne? Von der Optik. Lance Archer, ey. Das ist auch wieder numbered, oder? Zu 100. Ziehen wir auch heute mal irgendwas unter, Dings? Geht das, oder? Was ist denn hier los, Alter? Ein Zombie hing am Glockenseil, oder was ist da los? Oi, nochmal. Powerhouse Hobbs. Aber wie gesagt, ohne Spaß, für AEW-Fans kannst du das Set aus meiner Sicht holen. Also Kartenquali stimmt. Abwechslungsreich, das muss einem halt gefallen hier, dieses geschwungene Zeug. Aber der Rest passt aus meiner Sicht. Wo ist denn hier mal eine Sky Blue, Alter? Haben wir hier mal eine drin, oder? Sakachiwaka? Was ist das denn, Alter? Ach, der Butcher, Junge. Hat der nicht mal kürzere Haare gehabt? Eddie Kingston, wir haben kein Auto drin dann, ne? Schade. Dustin Rhodes. Mach doch Auto drauf hier! Kein Autogramm drin in der ersten Box, aber wir haben noch ein Leben. Fand's echt okay, doof, wenn keiner... Ja, da kommt der Preis wahrscheinlich her, ne? Nein, Quatsch, aber kann mich dafür nicht begeistern. Bin kein Fan von Upper Deck. Aber findest du die Kartenoptik-Dings? Also, ich sag dir ganz ehrlich, das könnten auch Chrome-Designs sein. Das als normale Karte wäre Abfahrt gewesen, ne? Also, ich find's okay, das Set. Jetzt wird ausgerastet hier. Oh mein Gott, Chat! Oh mein Gott! Das ist jetzt bisher die teuerste Box, die wir aufmachen, ne? Oder ich glaube, die teuerste Box, die ich generell hier habe, Chat. Haben wir so eine Karte drin, Chat? Haben wir so eine Art von Karte drin? Mit so einer Zahl hier drauf. Das sind die Case-Hits. Diese Arten von Karten. Haben wir so einen Hit mit so einer Zahl hier drauf? Können verschiedene sein, aber Optik sieht immer ähnlich aus. Haben wir so ein Design drin? Chat, es ist immer als Verständnis für euch, es sind zwei Booster. In dem einen Booster kann entweder eine Metallkarte drin sein oder, wie in unserem Fall, eine Dublone. Nein, schon mal wichtig. Schon mal sehr, sehr wichtig. Goldunze ist One of One, ja. Wenn da eine Goldunze drin ist, ist die One of One und dann ist La Paloma zu 99 und einem John Cena zu 99. Karten sehen aber gut aus.
Impeccable generell ist ein cooles Set, finde ich. Also sehr, sehr nice, weil da ist nicht so viel Schnickschnack bei. Wir haben nur eine Metallkarte drin, Chat. Das ist schon mal gut. Komm, wir machen die Unze, Chat. So, wen haben wir hier? Torii Wilson. Torii Wilson Legend zu 75. Ne, hier ist eine Folie drüber, Chat. Hier ist immer noch eine Folie drauf, beidseitig, die ihr abziehen könnt. So, kommen wir zur Unze. Das ist ja nicht mal eine Unze, wir wurden verarscht, ey. Das ist ja nicht mal eine Unze. Wir wurden komplett verarscht. Was für 100 Euro? Nein. Wir wurden verarscht, die gibt's ja auch noch. Ich war schon echt beruhigt, Alter, weil die Unzenkarten sehen halt echt geil aus. Aber das ist doch scheiße, Junge. Ja, Superstar Worn Used Material. Is guaranteed by, was weiß ich. Das ist doch scheiße. Chat, es ist traurig, dass ich hier für einen Magnet verballern muss, ne? 360 PT, ja. So sieht das ja geil aus im Schmaden. Ach, Chat. Boah, jetzt muss hier was passieren, ne? Oh, ich hab Strapsen gesehen. Trish. Oder Becky oder irgendwie sowas. Nehme ich, Chat. Nehme ich. Ich nehme das. Ich nehme das. Lass mich zufrieden. Ich nehme das. Ich nehme das mit. Für mich ist das sehr gut. Geile Karte, Alter. Da war Paige noch Paige. Oh. Ich nehme das mit. Guter Start. Dann andere vergessen, was da gerade passiert ist. Ich glaube, die werde ich im Magnet reinhauen. Paige, doch, Paige behalte ich, Chat. Ich habe gute Erinnerungen an Paige. Guter Start. Ich habe nur hier die Strapsen gesehen an der Seite. Das scheint mir aber eine Woman's Box zu werden, ne? Alle drei Hits bisher Frauen. Superstar Autograph. Wenn ich den ziehe, den habe ich auch gezogen aus Immaculate. Und da war der auch zu 25. Was soll ich denn mit Reggie, Alter? Mola Adebisi, Alter, ehrlich. Superstar, ja. Super. Paige war ja gut. Beruhigt euch. Slivo, er ist zurück. Er ist zurück. Ich habe den jetzt, ungelogen, das dritte Mal gezogen. Sowas hätten wir übrigens eigentlich ziehen können, Chat. Ich wollte es nur sagen. Eigentlich hätten wir sowas ziehen können gerade. Wäre schön gewesen, hätten wir uns alle gefreut. Du gibst den ab und der kommt immer wieder, ne? Und wir haben nur noch zwei Karten. Und bisher sage ich, Paige, geile Nummer, der Rest. Boah, ey. I'm early. I'm early, I'm lieber late. Boah. Ja, let's go! Let's go! Let's go! Da ist der Casey. Geiles Bild, Alter. Da sind wir doch. Die Karten willst du ziehen aus dem Set-Chat. Das sind die, die du haben willst. Und wir haben den Mainman gezogen. And that's the bottom line. Ey, und ich halte hier gerade noch den Dings rein, Chat, ne? Ich halte hier gerade noch die Unze rein. Geile Box, Chat. Wir haben noch eine Karte über, aber geile Box. Mit Paige und Austin. Ich wollte immer noch ein Austin-Auto haben, war mir aber immer wieder zu geizig, dafür Geld auszugeben. Und wenn ich den jetzt hier aus der Box ziehe, in dem Design, bin ich super happy damit. Selber was gezogen. Für meine PC-Erweiterung, weil jetzt habe ich die Unze und die sehen geil nebeneinander aus. War eine geile Zeit im Wrestling und ich kann das für mich abhaken. Geil. Hä, aber Moment mal, das ist doch jetzt eine Base-Card, oder? Wir haben 5 Autogramme? Das ist doch hier gar nichts mehr, oder bin ich blöd? Ne. Zu 25 Robert Root. War eine sehr, sehr stabile Box aus meiner Sicht. Also wir haben hier einmal komplett in eine Toilette gegriffen mit den beiden Brüdern hier. Die beiden sind für meine PC. Weil ich so hart, dass du lieber deine Boxen kaufst und selber chase, anstatt die Karten einfach zu kaufen, weil geizig. Ja, nee, also ich habe kein Austin-Auto hier. Keins. Und Austin, wenn du Wrestling-Fan bist, eigentlich, wenn du viel Wrestling sammelst und so deine Sachen, die du damals gehört hast, dann gehört der da eigentlich rein in die Sammlung. Aber ich war mir da immer zu geizig für, ne? Das ist ein Brech. Und jetzt guck mal bitte nebeneinander, Chat. Sieht einfach geil aus. Und ich habe beide selber gezogen. Hier ist jetzt schon so ein Dings drüber, aber ich habe beide selber gezogen. Das ist so geil. Die sehen, finde ich, richtig wertig aus. Oh, geil. Geile Nummer, Chat. 6 Boxen und ich habe aktuell aus 6 Boxen 4 PC-Karten. Wo jetzt einige sagen, boah, das ist aber krass mager, sage ich, das ist ganz, 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 ganz schön viel. PC heißt Private Collection, Personal Collection. Die Karten, die ich in meiner Sammlung habe und in der Regel nicht vertrade, verkaufe. Die für mich sind. Ich ziehe halt in der Regel gefühlt fast nie was für mich. Oder ich habe oft was für mich gezogen. Die Zeit ist aber schon lange vorbei. Wie waren denn hier die... Oh, hier ist eine dicke Karte drin direkt. Perfekt. War das Autogramm dicker bei dir, Sliver, als die anderen? Weißt du das? Curtis Axel. Perfekt.
Der ist immer noch im Rumble drin, Chat, ne? Weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wollte nur sagen. Elias. Frechheit, dass sie den geschmissen. Oh, Mickey James. Ich bin Mickey James Fan, Chat. Ganz großer sogar. Für die, die nicht wissen, ist übrigens die Frau von Nick Aldis, dem aktuellen General Manager von SmackDown. Mickey James. Rusev Day. Daniel Bryan mit der Corey Graves. Die Karten werden wir öfter sehen. Oh, einen Jeffy. Boah. Charismatic Enigma. Die sieht geil aus. Aber ich bin euch auch ehrlich, Chat. Wenn du so einen Versager vorne auf der Booster hast, da kann da auch nichts bei rumkommen. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. Boah. Aha. Der Boogeyman. Boah, hier war Lana noch Lana, ne? Ich sag euch ehrlich, hier war Lana in ihrer Prime. Wer was anderes sagt, ist Hater. Immer dieses overhypte Stranger Things. Wieso das denn? Wieso overhyped? Kann ich doch nichts dafür, wenn du keinen Film- und Seriengeschmack hast, oder? An der Verkalkung, da kann ich nichts für. Maurice, Ruhe im Raum hier. Bisschen ruhig jetzt. Hab mal Respekt. Auch mal zurückbringen, Hunter. Ruf mal an. Ruf mal bitte die Billy Kay an. Hätte ich Bock drauf. An der Theke, Junge. Da würde ich keine großen Söhne schwimmen. Du kennst halt eins noch gar nicht. Ja, hier drin ist ja egal, Junge. Ihr habt einen Steve Austin gezogen. Paul Bearer, let's go. Boah, und einen alten Big Show, Alter. Oh, wie jung der da noch war. Sheamus zu 99. I'm your puppy match müsste das sein. Boah, die ist geil. Ron ist schon wieder geil. Becky Lynch sieht... Das Bild sieht komisch aus, Chat. Irgendwie sieht das Bild auf ganz vielen Ebenen ganz komisch aus. Gerade auch mit dem T-Shirt, mit der T-Shirt-Aufschrift. Ich weiß nicht. The Man... Puh. Ey, ich weiß es nicht, Becky. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Kevin Owens. Boah, let's go. Die wollte ich auch haben. Dankeschön. Chad Gable. Da war noch Chad Gable, Alter. Mit langer Haare. Feier ich. Carmella. Und Jeff Hardy. Defeating Triple H Intercontinental. Xavier Schniedelwutz. King Booker. Auch geiles Bild. Apollo Crew. Ja, let's go. Let's go. Kairi Zane Number. Nimm ich. Kyrie Auto würde ich auch nehmen, Chat. Kyrie oder Nash Auto? Boah, ich wäre dabei. 15 von 99. Oh, geile Nummer, Alter. Bray Wyatt, nehmen wir mit. Ui. Anschnallen. Einmal anschnallen, Chat. Ganz kurz, ich halt rein. Jeff hat coole Karten hier drin, ne? Christian, lol. D'Lo Brown. Let's go. Let's go, Chat. Geil. Hattest du die gestern, Slivo? Die ist geil. Dwayne The Rock Johnson. Shiner, bitte hier drin. Lita, ey, komm, komm, hier sind nur neue drin. X-Pack, was machst du denn? Wir werden ihn nicht ziehen. Ich werde den Michaels nicht bekommen. Ich werde den Michaels hier nicht, das gibt's doch nicht. Daniel Bryan zu 99. Einfach nur eine Ringmatte, ne? Event used... Was ist denn orange? Zu 50, Chat. Zu 50. 1 von 50. Also Auto ist auf jeden Fall nummeriert. Wette könnt ihr auflösen. Ach, nee. Nee, Chat, nee. Ember Moon, nee, nee. Feier ich gegen Lex Luger. Von allen Karten finde ich die am besten. Oh, hier... Ist das eine One-of-One? Ja, yeah, ist er. Ist das eine One-of-One? Anschnallen! Die echte One-of-One, Chat. Aha! Slivo, das ist dein Booster, ne? Maximal over gewesen, ja, zu 2,99. Ehre. Ich dachte, das wäre ein Auto, Alter. Ey, Bruder, Alter... Zu 199, Luchasaurus. Junge, was ist denn hier schiefgelaufen, Alter? Sieht aus wie 8. Staffel Walking Dead. Oh, die ist geil, Chat. Die feiere ich. Pentagon Junior im Joker-Gimmick oder Joker-Style. Nicht Gimmick, aber Style. Gibt es ernsthaft Leute, die sagen, die Karte ist geil? Also die Optik hier, ist, die holt mir richtig ab. Ich feiere die, keine Ironie. Die Eisdinger, echt krass. Chip, chip. Jungle Boy, keiner stellt sich bei mir an, um ein Foto zu machen. Jack Perry. Eddie Kingston. CM Dunk, nicht nummeriert. Den Typen finde ich fürchterlich, ne? Ich weiß, super viele feiern den ab, ich finde den fürchterlich. Das ist doch der hier, oder?
Ich finde das fürchterlich. Was ist das? Die ist ja nicht mal numbered, Alter. Was ist das denn? Wieso ist die nicht nummeriert? Imagine, hier steht irgendwo One of One und du siehst es nicht, weil es so klein ist, Alter. Die sieht richtig geil aus. Taxi Teller Parallel. Ah, die sieht fett aus. Finde ich geil. Schade, kein Auto drin. Eine haben wir noch. Last Pack Magic. Scheint abwechslungsreiches Produkt zu sein. Klang aber bisher nicht, als hätte zum Banger rausgeholt. Ich glaube, Banger ist hier Auto, ne? Auto oder richtig low numbered. Optisch finde ich die Karten auch nicht verkehrt. Samoa Joe, Cesaro, Kenny Omega. Ach, der, fürchterlich, der Typ, ehrlich. Wow! Nicht nummeriert. Aber geiles Teil, Alter. Hey, guck mal, Jake Cargill ist drin. Wild. Und 12 Zyklen, findest du auch gut, oder, Steve? Kein Auto. Schade, ey. Auto hätte ich gerne gesehen. Spaß gemacht zu öffnen, hat mir das trotzdem. Weiß nicht, wie das für euch für ein Anschauen war. Habe ich schon bei der ersten Box gesagt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das keinen Spaß gemacht hat, aufzumachen. Für den Preis ein solides Set, ja, würde ich auch mitgehen. 100 Euro. Ich brauche jetzt langsam mal wieder ein bisschen was für den PC hier. Mojo, ja oder nein? Blair Devon. Oh, B-Fab, Junge. Und Asuka. B-Fab zu 99 und Asuka zu 149. Also die Numbered-Karten, du, mein lieber Scholli. Red the Tipman Hart, Hulk Hogan, Dana Brooke, Bailey und Rhea Ripley. Tiffany Stratton, Cora Jade, ist nice. Zu 2,99. Die Nummerierung ist wieder eine Frechheit. Kevin Owens, Kieran Cross, Jay Uso, Mako, Cameron Grimes, To The Moon und Kiana James. Isla Dawn, zum ersten Mal sehe ich die Karte von ihr, Alter. WTF? Mojo Auto, Abfahrt! Komm, mach bitte jetzt, Mojo Auto! Mach doch bitte! Die Box war so scheiße. Sami Zayn Mojo! Let's go! Die sieht geil aus, ne? Die 16 von 25. Sehr cool. Mojo Sammy zu 25. Also Wette könnt ihr auflösen. Und letzte. Jetzt noch One of One, dann wären wir drin. LOL, nochmal Mojo. Ja, Doppel-Mojo. Nochmal zu 25. Doppel-Mojo. Mach Hulk Hogan. Hulk Hogan jetzt oder Michaels. Michaels habe ich auch noch nicht. Mach Michaels, Junge. Trau dich und mach Michaels. Das habe ich noch nie gesehen, ne? Ein Doppel-Mojo-Spot auf den Autos, Alter. Wenn du nah dran bist, willst du durchziehen. Boah, ey, aber die ist clean, du. Puh. Die ist clean, die nehme ich. Boah, sieht die schön aus. Million Dollar Man. Boah, die sieht clean aus. Hui. Also hier passt die Optik oder der Holo-Effekt halt richtig auch zum Charakter, ne? Mit dem weißen Anzug. Die ist geil. Die geht in der PC bei mir. Wir haben eine weitere Karte. Die geht rein. Boah, im schwarzen Magnet knallt die richtig, oder? Auto auch gut drauf mit dem Dollarzeichen. Sehr, sehr coole. Die Box, die Autos haben gerettet, Alter. Ohne Spaß, Chat. Hier habe ich ein bisschen Trade-Stuff. Die war gut, die Box. Die Numbers hier zwar nicht, aber egal. Egal. Du hattest mich nach ein Hallo. Egal, wo du warst und wieso. Geile Nummer, Chat. Wir schrauben hoch 5 PC-Karten. Genug mit, ich sammle nur, weil ich die Karten schön finde. Ich brauche jetzt Kohle, Alter. Aber mal richtig Kohle. Ich habe Weihnachtsgeschenke gekauft für 25 Euro. Es gibt eine Redemption, die ich hier unbedingt ziehen will. Ich will unbedingt eine Hogan Redemption ziehen. Weil ich weiß, die sind bereits eingelöst und ich werde die direkt bekommen. Ich will eine Hogan Redemption. Und wieso ist das Bild jetzt hier so komisch? Ich habe eine Redemption drin. Ich weiß aber nicht, an welcher Stelle die war. Ich glaube, möchte nichts Falsches sagen, dass die hinten war. Jetzt weiß ich nicht, was wir hier wie machen, Alter. Jetzt habe ich Kacke gemacht. Habe ich mich selber durcheinander gebracht. Wir machen einfach so. Wir genießen. Let's go! Let's go! Let's go! Und genau so muss das anfangen. Boah! Immaculate, I love you. I love you. Wie viel PT ist das? Und gerade noch im Video die Big Patches gezeigt. Und jetzt noch eine Hogan Redemption und das Set hat uns hier komplett zurückgeholt, ne? Superstar World News, geil. Und Rhea Sammlung geht weiter, ey. Let's go, Chat. Wir sind da. Immaculate hat Bock. Der Shotzi Patch sieht optisch geiler aus, aber hier ist einfach, weil es Rhea ist. Weißt du, was ich meine? Hier kickt die Wrestlerin noch mal ein bisschen mehr rein.
Eopatch, Descent. Oh, ich wollte schon sagen, aber geil. Als Basekarte geil. Mein Herz. Als Basekarte nehme ich den. Kurz Herzinfarkt, Alter. Ich dachte, wäre Auto. Aber Nashy Boy, immer mitnehmen, Chat. Bis jetzt ist eine stabile Box, ja. Ich habe Angst, dass die Redemption in der Mitte war. Ich weiß das halt nicht. Hall of Fame Karte, Chat. Introductions ist Hall of Fame. Let's go! Let's go! Mann! Baba-Box, Alter, ne Baba-Box! Und genau so habe ich ihn live die Hand geschüttelt in L.A. Genau so sah der Bruder da aus. Wow! Aber das ist doch auch wieder ein Dicker hier, oder nicht? Let's go! Das kannst du wirklich mal sagen, das ist eine Streamer-Box bisher, Alter. Ich meine, wenn du Nash nicht feierst... Frechheit genug. Geiles Bild, Alter. Feier ich. Richtig, richtig nice. Ich mache jetzt die Redemption, weil ich weiß, unter dem anderen, ich sehe so Edding oder was das ist. Ich mache die Redemption jetzt. Und wenn hier jetzt noch Hulk Hogan drauf ist, ist das die beste Immaculate, die ich je gesehen habe. Werbung, dann warte ich. Wenn Werbung ist, warte ich. Sag mir Bescheid, wenn die Werbung vorbei ist. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ist spannend. Ich glaube, für Leute, die keine Ahnung haben, die warten auf eine Reaktion vom Streamer so. Aber für mich ist das gerade eine 10 von 10 Box bisher. Weil so eine Karte hast du immer drin, da ist egal, wer drauf ist. Aber das hier, überragend. Die Big Patches willst du ziehen aus den Boxen. Und dass dann noch Rhea drauf ist und hier richtig was passiert. Das müssten ja die Nieten von hier oben sein oder sowas. Dass ich einen meiner Favorites hier als On-Card-Auto, was ich noch nicht habe. Und Base dann auch nochmal. Bisher ist das für mich 10 von 10. Immaculate sind zu 10. Basti, Impeccable ist teurer. Tatsächlich, weil du da mehr On-Card-Autogramme drin hast. Impeccable ist, glaube ich, 100 Euro teurer im Gegensatz zu Immaculate. Aber Immaculate ist einfach so ein facettenreiches Set, alleine hier wegen. Ich weiß nicht, wo die Redemption war. Wenn sie ganz hinten war, ist jetzt hier ein Klopper. Wenn die in der Mitte war, ist Schrott. Aber ich weiß nicht, weil alles durcheinander auf einmal war in meinen Händen. Also war die in der Mitte, die Redemption. Ach du Scheiße. Ey, aber ich sag euch ganz ehrlich, der kann mich gerade nicht brechen. Ja, ist zu 10 das Auto, GG. Ist zu 10, Chat, ist Gold, zu 10. Ja, kann mich aber nicht brechen gerade. Also gerade wirklich kann ich wirklich drüber lachen. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen, wenn hier jetzt noch ein Hogan drauf wäre. Löst du die jemals ein? Natürlich nicht. Kannst du einlösen, der hat tatsächlich schon unterschrieben. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, ey Bruder, ich habe hier eine Karte, ich würde die gern traden. Ja, was sammelst du denn so? Ich sammle liebend gern 4x Haar. Die letzte Immaculate, die wir wahrscheinlich je aufmachen werden. Und ich bin echt happy. Entweder jetzt kommt die Kirsche auf die Torte oder wir essen die Torte ohne Kirsche. Und Mike the Miz nehme ich nochmal mit. War eine überragende Box-Chat. Ohne Kirsche? Ja, aber trotzdem. Miz geht schon klar. Hier jetzt ein anderer Patch drauf, natürlich, klar, wäre nochmal eine andere Nummer, aber Miss geht fit, wirklich, Miss geht wirklich in Ordnung. Weil wie gesagt, die Karte hast du immer drin, wenn ich jetzt Useless-Karten, haben wir zwei Stück gehabt, das ist halt echt gut. Ja, keine Kirsche, so ein paar Streusel. WWE heute wieder hart gecarried, wir haben ja noch eine Impeccable, Jungs. Die Show ist noch nicht vorbei, aber das hier, so eine Box habe ich jetzt gebraucht. Und das Coole ist jetzt, so viel Zeit muss sein, Chat, also den Patch top die halt nicht. Der Patch ist unangefochten auf 1. So. Aber 1, 2, 3, 4. Der Shotzi-Patch, an den geht nichts ran, Alter. Der ist komplett Endstufe. Also, ich habe noch keinen krasseren Patch gesehen als den hier. Lustigere Patch war von Otis, wo sein Gesicht drauf war, wie so ein Meme. Aber das hier, das ist ja komplett gestört. Find Rhea besser? Na, tatsächlich nicht, weil du hier nicht wirklich erkennst, was es ist. Du siehst hier nur einen Arm am Ringseil. Aber hier siehst du einfach ein Gesicht so mit Piercing, Vampirzähne, das ist schon krass. Boah, bin ich erleichtert, ne? Ey, Chat, und ich habe tatsächlich 3 PC-Karten gekriegt, ne? In einer Box 3 PC-Karten, das ist Jackpot. 3 PC-Karten ist Jackpot. Wrestling hat geliefert. Fußball? Null? Fußballboxen? Null PC? Leaf Pop Century? Mit Bauchzwicken 3,5? Big Final. Kein Barren. Ich mach das mal eben auf, Chat. Weil hier ist egal, ob hier PC drauf ist oder nicht. Das geht sowieso weg.
Cora Jade Metal Plate. Zu 99. Rookie. Cooles Bild, alles nice, aber Metall, Chat, ihr wisst das bei mir. Metall wird Metall bleiben, das ist, ich feier das nicht. Im Januar kommt Leaf Legends of Wrestling. Ich weiß auch, wer drin ist und ich kenne auch den Preis. Und da kriege ich halt schon Bauchschmerzen, Alter. Der Preis, der ist schon, boah, saftig. Wenn ich mir überlege, was ich da für lizenzierte Produkte bekomme von Wrestling. Das ist halt Immaculate-Preis. Fisch schon hart. Wir wurden richtig geknackt, Alter. Leck mich doch am Arsch. Yo, alles klar. Beste Box-Chat. Redemption auch noch drin. Super. Super geile Nummer, ehrlich. Da wird eine Katastrophenbox, Alter. Scheiße, was ein Drecksabschluss, Alter. Zwei Metallkarten, eine Redemption. Das wird ein richtig unwürdiger Abschluss, ne? Becky zu 35. KO zu 99. Und Triple H zu 49. 7 Stunden, nicht nonstop boxen. Wir haben ja auch eine Stunde gehabt, wo wir Dings bisschen über Karten gelabert haben, muss man ja auch sagen. Boah, Chat, also ich weiß nicht, was hier passieren soll, dass wir hier nicht als gebrochene Leute aus der letzten Impeccable rausgehen. Die erste war gut, wir hätten die tauschen müssen, glaube ich. Ich glaube, wir hätten die einfach tauschen müssen. Aber it is what it is, wir gehen rein. Valkyrie. Ich krieg hier gerade Bebowser Store Flashbacks. Beste Box, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was soll jetzt hier kommen? Was soll denn jetzt noch passieren, hör mal? Ich nehme jetzt die Redemption, ich kenne da jetzt gar nichts, Alter. Moment. Moment. Ich kann mir vorstellen, dass einer eventuell gerade sehr nervös zu Hause sitzt. Moment mal. Ich weiß, dass ein Randy Orton in diesem Set Redemption-Karten hat. Und ich weiß, wie Randy Orton einige von diesen Redemption-Karten unterschrieben hat. Wir reden hier über Randy Orton und jetzt wird der nächste Firma Hahn kommen hier, Chat. Der nächste Firma Hahn, macht euch keine Dings. Panini Impeccable. WrestleMania Signature. John Cena, aber auch WrestleMania Signature auch stark. Cena? Einen Orton hätte ich jetzt echt mehr gefühlt. Aber WrestleMania Signature. René, hast du einen Link? Oder ist die vielleicht schon eingelöst? Ist die zu 18, dann ist die... Da ist wieder Case-Hit, ne? Dann haben wir zwei Stück von denen. Ich würde euch gerne mal zeigen, was das für eine Art von Karte ist. Meine ist zu 15. So eine haben wir von Cena. Ist wieder so Case-Hit-Kartenmäßig. Also die ist echt stark, Chat. Die ist echt stark. Ob man John Cena mag oder nicht, aber die ist krass. Ist eine sehr krasse Redemption tatsächlich. Ja, Cena unterschreibt, das Problem ist, das Ding ist On-Card. Weißt du, kein Sticker oder sowas. Heißt, die müssen die Karten mitnehmen, dass er die da in der Hand nimmt und dann da drauf kritzelt. Aber Chat, ich möchte ja nichts sagen, ja? Wie gesagt, ob du ihn magst oder nicht. Aber ist das ein Bild mit dem Spinner-Gürtel und er mit der Snapback? Bro, dann wäre das hier ein richtiger Klopper. Wäre das so ein Bild, dann ist Feierabend. Also das würde ich schon wieder fühlen. Das war die Zeit bei Cena, die ich gefühlt habe. Und das ist nicht mal die Karte, wo er da AKO und was weiß ich nicht, was alles hingeschrieben hat. Ah, die sieht schon krass aus. Aber der Vollständigkeit... Nehmen wir eine Shotzi mit. Kann ich neben dem Pad stellen. War noch die Shotzi, wie ich sie mag. Ey, Cena hat die Box nochmal raus, dass ich das nochmal sagen würde, Alter. PC, ja. Also Cena werde ich. Ich habe keine Cena-Karte. Und wenn ich schon sowas hier ziehe... On-Card. Weil das ein On-Card-Autogramm ist, sprich kein Sticker. Und derjenige, der die unterschreiben muss, braucht die Karte in seiner Hand, um da drauf zu unterschreiben. Und der war aber zu dem Zeitpunkt, wo das Set verpackt worden ist, hat der da zeitlich nicht einrichten können. Und dann kriegst du so eine Karte dabei, die rubbelst du hier frei, gibst sie in dein Panini-Konto ein und da ist deine Adresse hinterlegt und sobald die fertig ist, kriegst du die nach Hause geschickt. Oder du kannst dich dazu entscheiden, hier für einen Ersatz zu bekommen, was anderes halt einfach. Halt, damit die das Set droppen können. So, weißt du? Hat man nicht so gerne Redemptions drin, aber ist halt manchmal auch drin, ne? Macht der Ersatz bei sowas Sinn? Also Sleevo, welche Redemption hattest du? Charlotte Flair. Ja, Charlotte Flair hatte Sleevo und der hatte als Alternative eine Liv Morgan bekommen. On Card. Da war der Ersatz stabil. Man muss halt auch sagen, er hat auch lange gewartet, ne?
Ja, Freunde, und dann sind wir hier am Ende angekommen. Super, super langes Video am Ende. Aber es waren halt cremige Boxen. So, es waren so die teuersten Boxen, die wir hatten in dem Break tatsächlich. Immaculate liegt so bei 400 bis 500 Euro. Und Impeccable nochmal eine Schippe drauf. Da muss man immer mal ein bisschen gucken. Impeccable ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Das gleiche gilt auch mittlerweile für Immaculate. Und Impeccable kriegst du gerade gefühlt nur noch auf eBay. Und da zahlst du pro Box dann 1000 Euro. Und das ist dann irgendwo... Nee, ja. Aber vielleicht haben wir Glück, dass wir jetzt ein weiteres Impeccable bekommen. Es sieht gerade alles danach aus. Ich hoffe, dass meine Redemption Cena eingelöst wird, weil auch da ist Panini gerade dran. Da kriegt man immer so Wochenupdates, glaube ich, haben die mittlerweile eingefügt, was so unterschrieben worden ist. Und da ist sehr, sehr viel WWE gerade bei. Ich hoffe, dass dann auch tatsächlich die Impeccable von Cena sehr, sehr zügig bei mir ist. Ich bin da super gespannt drauf, weil noch keine Bilder dazu irgendwie released sind, wie die Karte aussieht. Niemand weiß es so wirklich, man kann nur spekulieren. Was ich aber weiß, ist, dass die Karten in dem, nicht Genre, Design, bisher alle aus meiner Sicht absoluter Abriss sind oder Creme de la Creme Karten der jeweiligen Wrestler. An der Stelle möchte ich mich hier recht herzlich bei euch bedanken an alle, die diese Box Break Streams hier verfolgen. Auch hier gerade auf dem Kanal die Best-Offs im Stream sowieso. Kuss, Kuss, Kuss. Dankeschön für den ganzen Support da. Ihr habt da eine Menge, Menge Spaß dran. Ich natürlich dann auch, weil die Interaktion im Chat stimmt. Wir feiern zusammen, wir heulen zusammen und ihr tretet auch gerne mal nach im Chat, aber auch das gehört dazu. Ja? Aber auch danke für die ganzen Kommentare, fürs ernsthafte Interesse so an dem Hobby hier. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber ey, vielleicht sind die Videos auch oder dienen der Anregung oder ein bisschen der Entscheidungsfindung, was man so cool finden könnte, was vielleicht eher weniger so cool ist für einen selber. Ja, dafür sind die Videos natürlich auch da und da die Leute einen Zusammenschnitt kriegen, die nicht im Stream dabei sein konnten. Ich hoffe, da war was Schönes hier, war sehr, sehr lange. Ich laber jetzt hier auch gar nicht mehr lange rum. Dankeschön für euren Support. Let's go to 2K24. Und ja, ab geht die Banane. Tschüss.